Liebe Wendela. Ja, guck mal, wie zierlich. Boah. Ja. Das ist ja mal ein ordentlicher Oschido. Ja, und weißt du was? Was? Der ist echt. Nee. Mhm. Bitte schön, die Herrschaften. Ja. Hallo, Horst. Hallöchen. Die Dame ruft schon von Weitem, da sieht man sie noch ja. nicht. Darf ich euch ganz kurz diese bezaubernde Dame vorstellen? Das ist ja. Wendela Horst. Hallo, willkommen. Hallo. Ich bin der Horst. Ja, und ich bin Maya. Maya freut mich außerordentlich. Mhm. Und? Ich bin Christopher. Christopher. Ja. Oh, Christopher is coming from England. Yes. Oh, oh my dear. Man hört es raus. Ich würde ein klein bisschen über euch beide erfahren wollen, bevor ja. wir loslegen. Ja. Zum Beispiel, Maya, wo lebst du? Ich lebe in Bocholt, das ist an der holländischen Grenze. Ja. Und wir sind Rentner. Mhm. Ich war Sozialarbeiterin und ja, habe überwiegend in Kinderheimen gearbeitet, mit Kindern und Jugendlichen. Ja. Wo hast du Christoph kennengelernt? Christopher. Im Internet. Im Internet? Hör auf, damit hätte ich ja jetzt im Leben nicht gerechnet, oder? Herrlich. Ja, gut. Mhm. Darf ich dich fragen, was du gemacht hast? Bist du in Rente? Du lebst jetzt in Deutschland? Wir leben zusammen ja. in Bocholt. Ja, wie lange schon? 15 Jahre. Ja. 15 Jahre? 16 Jahre, ja. ja. Mhm. Sag mal, ihr habt einen sehr beeindruckenden ja. Ring mitgebracht. Ja. Den haben mein Bruder und ich vor 45 Jahren von meiner Urgroßmutter geerbt. Ja. Meine Urgroßeltern kommen beide aus Russland. Ja. Im Zweiten Weltkrieg war er auch im Krieg und ist dann erst 1955 aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. Mhm. In den 10 Jahren hat meine Urgroßmutter nur von Schmuck gelebt. Ja. Und ein paar Teile sind übrig und eins ist davon dieser Ring. Gehört er jetzt dir alleine? Ja, mein Bruder hat seinen Anteil mir geschenkt. Von ja. daher gehört er mir alleine. Ja, Wahnsinn. Ja. Es ist natürlich interessant, was ist es für ein mhm. Stein? Ist er gut? Ist er nicht gut? Mhm. Wie ist der Schliff? Wie ist die Farbe? Mhm. Du weißt alles. Sollen wir mit dem Ring anfangen oder mit dem Diamanten? Mit dem Ring. Mit dem Ring, genau. Der Ring, der sollte wohl entstanden sein in der Zeit, vielleicht zwischen 1910 und 1914. Mhm. Und Sie haben erwähnt, dass die Urgroßeltern aus Russland kamen. Ja. Scheint mir auch sehr plausibel. Also der Ring kann sehr schön, sehr gut in Russland entstanden sein, in den frühen 1910er Jahren. Mhm. Der Ringkopf ist gefertigt in Platin. Ja. Und ist sehr fein und sehr filigran hier ajour ausgesägt. Es gibt kleines Blattwerk, alles ist besetzt mit kleinen Diamantrosen, ganz hübsch verarbeitet mit Mehlgriffrändelungen, also so wie man das zu der Zeit gerne wollte. Und dann wurden später sicherlich öfter mal Änderungen vorgenommen. Die Finger werden ja meistens dicker im Lauf der Zeit und so weiter. Und dann wurde unten einmal hier eine neue Schiene angesetzt und dann wurden in die neue Schiene wurde unten auch noch mal ein kleines Stück eingesetzt, um die Ringweite zu verändern. Also das sind Weißgoldlegierungen teilweise. Sollte uns aber gar nicht so sehr interessieren, ja, das ist am Ende unerheblich. Mhm. Denn natürlich geht es erstmal hier um den großen Mittelstein. Darf ich vorher was fragen? Ja. Weil der Stein ist ja ein paar Millionen Jahre alt. Ja. Aber die Ringschiene, wie alt schätzt du die? Also ich glaube, die Schiene hier, die könnte angesetzt worden sein, vielleicht in der Nachkriegszeit, ne? Vom vielleicht 50er, 60er. Man kann es nicht sagen. Es gibt überhaupt keine Punzen. Und dann wurde er später nochmal geändert, vielleicht in den 60ern oder in den 70ern, je nachdem. Mhm. Und Platin wurde auch vor 1927 in Russland gar nicht punziert. Und der Stein, der könnte sehr gut auch in dieser Zeit geschliffen worden sein, der schon die Merkmale des heutigen Brillantschliffs aufweist, aber noch nicht so ganz in den Proportionen angekommen ist. Also die Tafel ist im Verhältnis zum Durchmesser noch ein bisschen kleiner. Und es gibt auch, wenn man von oben drauf schaut, kann man unten die Kalette noch sehen. Die ist nicht mehr so groß wie im 19. Jahrhundert, aber immer noch ein bisschen größer, als wir sie heute ja, schleifen würden. Also es ist eine Art Übergangsschliff. Mhm. Wenn wir heute den Schliff bewerten, dann bewerten wir ja Symmetrie und Proportionen und dann ist eben die oberste, die beste Note wäre exzellent und das kann natürlich solch ein Stein nicht erreichen. Ne? Weil er zu der Zeit gar nicht den Brillantschliff gab. So ist es, genau. Aber der Stein ist
sehr schön, hat ein sehr schönes Feuer, ist sehr lebendig. Er hat eine schöne Reinheit. Da komme ich wirklich auf eine Reinheit von ja, very, very small inclusions. Also sehr, sehr kleine Einschlüsse. Ja. Die Farbe ist leider getönt. Also das ist dann schon etwas, was im Wert nochmal das Ganze mindert. Es ist kein Weiß, sondern es ist ein schwaches Gelb. Und jetzt kommt's aber. Der Stein hat ein errechnetes Gewicht von 3,78 Karat. Wow! Es ist wirklich ein sehr großer Stein und es ist ein sehr schöner Stein. Also ich werde nicht müde, das zu betonen. Mhm. Gut, jetzt kommt natürlich die Frage, was möchtest du haben, meine Liebe? Wenn ich jetzt 12.000 Euro kriegen würde, wenigstens 12.000 Euro. Wäre, ja. Kann es so viel geben? Die Diamanten haben sich deutlich verteuert und zwar schon innerhalb der letzten 6 Monate. Oh. Und ich würde Ihren schönen Ring hier einschätzen mit einer relativ großen Preisspanne auf circa 16.000 bis 20.000 Euro. Christopher, jetzt nimm du dein Mädchen auch mal in den Arm hier. Menschenskinder, ne? Unglaublich. Ja. Ach, das ist schön. Da habe ich nicht mit gerechnet. Das freut mich. Das ist schön. Sehr. Wisst ihr, wie wir das jetzt machen? Christopher bekommt das Kärtchen. Ich nehme den Ring. Du bist hier der Bodyguard. Boah. Und dann gehst du mit 2 Kerlen. Mach rüber, was hältst du denn davon? Sofort. Komm her, mein Schatz. Einen Arm, noch einen Arm. Ja. Tschüss, Wendela. Ne? Viel Glück euch drei. Ja, ihr Lieben, es ist ganz, ganz selten, dass ich mal mitkomme. Meine liebe Maja, hier ist dein Höckerchen. Ja, mach jetzt mal ganz vor, Christopher daneben. So. Ja. Ach, ganz kurze Ansprache meinerseits. Und dann bin ich auch sofort wieder verschwunden. Aber das ist ein Fall, wie soll ich sagen, der mein Herz schwer berührt hat. Das ist die Maja. Christopher kommt from England. Ihr Urgroßvater ist im Krieg, im Zweiten Weltkrieg in Russland, sehr lange in Gefangenschaft gewesen. Und seine Gattin zu Hause, die hat nur überlebt mit Schmuck, den er ihr immer mal geschenkt hat früher. Sie kam damit an und ich bin so begeistert. Ich habe mir gedacht, wer wäre besser geeignet, um anzufangen damit, Wolfgang? Den möchte ich dir geben. Dankeschön. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke, danke. Danke. Toll. Danke. Ah, ja, alles danke, gut. Horst. Vielen Dank. Danke. Also erstmal herzlich willkommen bei uns. Wir grüßen Sie ganz herzlich. Ja. Schön, dass Sie da sind. Ja. Hallo. Guten Tag und hallo. Das ist ja, also dann will ich mir gar nicht vorzustellen wagen, was da alles an Schmuck mal da war. Ja. Das ist ja ein super Ring. Ja. Also, es ist schon ein guter Schliff, aber die Spitze unten nennt sich Kalette. Die wurde abgeschliffen. Mhm. Das heißt, es ist kein moderner Brillantschliff. Es ist wahrscheinlich ein Übergangsschliff. Ja. Aber was zu bemerken ist, der Stein hat ein enormes Feuer. Also die Lebendigkeit, die Lichtbrechung ist perfekt. Ja. Boah, das ist schön. Jetzt wollen Sie wahrscheinlich Geld haben, oder? Ich leg den erstmal hier vor. Ja. Noch nicht ganz klar, wer den behält. Hm. Ja, dann, wer startet diesen konkurrenzgetriebenen Reigen? Ich starte mit 80 Euro. Waldi, ich wusste gar nicht, dass du da bist. Ja. Also, wir fangen klein an. 8.000. 10. 11.000. 12.000 bei mir. 13.000. 14.000. 14,5. 15.000. 15,5. Elke, wir hören gar nichts. Nee. Nee? Ich, nee. Nee? Okay. Ich habe einen 3,2 Karate da liegen. Den hätte ich gerne erstmal verkauft. Mm. 15.500 stehen im Raum, Madame. Mm-mm. Nein? Nee, noch nicht. Mm-mm. Aber wieso denn nicht? Die Expertise war 16.000. Bis 20.000 Euro. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen 16.000. Gut? Ja. Ja. Sehr schön. Okay. Dann gebe ich Ihnen jetzt 4.000 in bar und den Rest machen wir dann mit der Bank. Gut? Gerne. Super. So.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 36, 38, 40. Ich freue mich sehr, Madame. Vielen Dank. Küss die Hand. Das ist so lieb. Alles Gute. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Ja, toller Ring. Ja, ein toller Stein. Hui. Sehr schön. Gratuliere, Wolfgang. Ja, ehrlich. Sehr schön. Das war doch klasse, ne? Ja, sehr, sehr gut. Ich bin richtig gerührt, muss ich sagen. Ja, vielen Dank euch allen.